Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Rolpe und ich begrüße euch zu Final Fantasy 7 Rebirth. Trademark. Warum muss da immer irgendwie so was da stehen? Das stört mich voll. Ich sag schon mal jetzt voraus, wer direkt ins Spiel reintauchen will, der sollte vielleicht hier 10 Minuten vorspulen, weil ich habe die Angewohnheit, immer so ein bisschen zu reden, bevor wir das Projekt beginnen, ne? So, nachdem ich das erzählt habe, ne? 10 Minuten vorspulen, ne? Nachdem ich das gezählt habe, ja, endlich können wir hier den zweiten Teil von Final Fantasy 7 spielen, Rebirth. Und ja, ist ein bisschen komisch, ne? Weil ich habe so ein bisschen den Release von diesem Spiel schon beinahe verpasst, ne? Ich wusste natürlich, es kommt irgendwann dieses Jahr raus, aber dann habe ich irgendwie so vor einem Monat irgendwie gemerkt, oh, das kommt am Ende diesen Monats raus. Also wir schreiben jetzt gerade den, ich glaube, 3. März, ne? Oder 2. März. Samstag, den 2. März. Und ich habe erst vor einem Monat bemerkt, oh, warte mal, Final Fantasy 7, der zweite Teil davon kommt ja raus. In einem Monat. Und ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe ja vor kurzem Final Fantasy 16 gespielt, konnte ja auch mal abchecken. Und ja, ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, so, es war so gemischt irgendwie. Ich meine, ich habe mich natürlich gefreut, dass hier das Spiel weitergeht, ne? Und dass wir ja die Geschichte fortsetzen. Ich meine, ich weiß ja, wie die Geschichte ausgeht. Ich habe ja halt original gespielt. Und ja, ich weiß nicht, so ein bisschen wenig Bock hatte ich auf dieses Spiel, wenn ich ganz ehrlich bin, als ich herausgefunden habe, oh, in einem Monat kommt das raus, dann muss ich das natürlich aufnehmen. Ja, ich muss das aufnehmen. Und dann ist mir aufgefallen, nachdem ich das Spiel gestartet habe und jetzt hier im Menü gekommen bin, habe ich doch festgestellt, dass ich doch relativ viel Bock auf das Spiel habe. Weil ich mag natürlich Final Fantasy 7. Ich mag viele andere Final Fantasy lieber. Final Fantasy 8, 6 und 10 zum Beispiel. Und 4. Aber Final Fantasy 7 ist natürlich auch klasse und ich will natürlich sehen, wie das hier weitergeht. Und ich freue mich schon drauf. Ich habe ja vor kurzem das DLC gestartet und auch beendet, so innerhalb von 2 Wochen von Yuffie. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Jetzt bin ich ja wieder so mitten in dem Spiel drinne, ne? Und bin jetzt wieder so in der Materie, versteht's, drinne. Und jetzt freue ich mich doch schon zu sehen, wie es hier weitergeht, ne? Wie gesagt, ich weiß ja, wie es weitergeht, aber ich will halt sehen, wie die Remake-Version oder die Rebirth-Version hier das hier alles umsetzt, ne? Ich weiß nicht so viel über dieses Spiel. Also über dieses Spiel, ne, also nicht über den Originaltitel. Ich weiß zum Beispiel nicht, ich weiß, wo wir anfangen. Wir fangen direkt nach Midgar an, ne? Und sind jetzt auf der Weltkarte mit unserer Truppe, hier mit Cloud, Tifa, Barrett, Aeris und Red 13, ne? Und wir sind mehr oder weniger aus dem Tutorial-Gebiet herausgekommen, weil Midgar im Originalspiel waren so, weiß ich nicht, so die ersten 10 Spielstunden. Vielleicht sogar noch weniger. Und das ist mehr oder weniger so die Einleitung, das Tutorial des gesamten Spiels. Also jetzt fangen wir mehr oder weniger erstmal die Story von Final Fantasy 7 an, ne? Beim ersten Teil, bei Remake, wusste ich ja, worauf ich mich einlasse. Ich wusste, Remake wird nur die Handlung von Midgar hier abschließen. Wir werden nur die Sachen da in Midgar erledigen und die ganze Story da abarbeiten. Von daher wusste ich ja schon, was mich so erwartet. Halt Midgar, nur halt ein bisschen erweitert, aber hier weiß ich nicht, wie weit das Spiel geht, ne? Ich will auch nicht wissen, wie weit das Spiel geht, ne? Falls das jemand weiß, also niemand hier Bescheid geben oder so, ne? Keine Spoiler bitte. Ich habe nur so eine vielleicht kleine Vermutung, wie weit das Spiel gehen könnte. Was selbst wenn wir diesen Punkt erreichen, immer noch nicht so weit im Spiel ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe ja die Hülle hier und ich sehe schon auf der Rückseite, da sind ja so ein paar kleine Bildchen so über das Spiel, so ein paar Screenshots, und die geben mir so eine kleine Andeutung, bis wohin das Spiel so ungefähr gehen könnte. Naja, also ich sehe zum Beispiel hier schon Sachen und Charaktere, von denen ich weiß, die Charaktere oder dieses Ereignis oder was auch immer kommt erst ab dem Punkt vor. Deswegen kann ich so ein bisschen einschätzen, wie weit wir auf jeden Fall hier kommen werden, wie weit die Story erzählt wird. Aber ich will es nicht wissen, ne? Ich weiß es auch nicht. Ich habe
mich von Trailern und Gameplays und all sowas hier relativ ferngehalten. Ich weiß, das Spiel hat gute Reviews bekommen. Fast 50 Mal irgendwie. Das ist das Bild, was ich immer am meisten im Internet sehe. Eine 50 perfekte Bewertung. Was für mich immer ein bisschen verdächtig ist, weil bei Elden Ring war das damals auch, aber Elden Ring war eins der Spiele des Jahres letztes Jahr. Also, weiß nicht, vielleicht ist es verdient, ne, aber gucken wir mal. Ne? Ich gebe mir sowieso nichts auf Reviews von anderen. Ich mache mir selber eine Review. Und ja, ich bin gespannt. Wir haben ja einen kleinen Menüpunkt, der heißt, was bisher geschah. Ich habe da einmal kurz drauf geklickt und es war eigentlich das, ich habe mir halt nicht angeguckt, nur so die ersten paar Sekunden, um mir halt den Sound so ein bisschen zu checken und so. Ich hoffe, der ist in Ordnung. Und ja, das ist nämlich mal, das ist genau wie ein Jedi Survivor, nehme ich an. Da wird mal kurz irgendwie die Story hier kurz erwähnt. Ne? Ich finde, das sollten wir uns mal angucken, ne? Dann, damit wir so ein bisschen alle wieder auf dem Laufenden sind. Für die, die jetzt nicht wissen, was noch im letzten Teil alles passiert ist, weil das habe ich auch Let's Played und da war ja auch so 2-3 Jahre schon her. Ne? Also können wir ja mal so einen kleinen Auffrischer hier machen. Ich weiß noch, was passiert ist, aber was soll's, gucken wir mal. Ne? Guck mal und hoffen wir, dass das nicht so lange ist. Ne? Also ja, gucken wir mal, was bisher geschah. Und schauen wir mal, was in der letzten Folge von Final Fantasy Remake geschah. Das ist jetzt einfach das gesamte Spiel von Remake, alle Cutscenes. 70 Stunden oder so. Na, ich meine, das ist sogar die erste Cutscene gewesen in Remake. Ja, da war der erste Teil. Ich habe übrigens mal die Untertitel ja so geändert, dass hier nicht der Sprechername angezeigt wird, weil ich finde, das ist so ein kleiner Spoiler immer, wenn wir schon vorher den Namen von der Person wissen, die am Sprechen ist. Da war bei Sephiroth bei Remake nämlich. Der hat sich noch nicht mal vorgestellt. Und da stand schon im Untertitel Sephiroth. Weil jeder halt, ich meine, jeder kennt wahrscheinlich schon Sephiroth zu diesem Zeitpunkt, aber trotzdem ist, finde ich es so ein bisschen nervig, deswegen habe ich es abgestellt. So, ist das übrigens Red 13, der gerade am Reden ist? Der hört sich nämlich so an, glaube ich. Ich mache es dann immer für mich hier ein bisschen lauter. Ich habe das mal gehört, ne? Sie gab ihm eine gelbe Blume. Als Zeichen für ein Wiedersehen. Und so setzten sich die Räder des Schicksals. Ich finde gut, dass explizit die Blume erwähnt wurde, als wäre irgendwie voller wichtiger Plot-Gegenstand. Unwissend, dass Shinra genau das wollte. So. Der Konzern bog sich die so ungefähr da hat er Yuffies DLC irgendwo gespielt, ne? Als wir den zweiten Reaktor in die Luft gejagt haben. Ja, Shinra hat uns das hier alles in die Schuhe geschoben, ne, mit dem Reaktor und der Platte, ne. Und Verzweiflung machte sich breit. Dann kamen die Turks. Harris sah keine andere Möglichkeit, als sich in Shinras Hände zu begeben. Harris war die letzte Nachfahrin der Zetra, der Ureinwohner dieses Planeten. Ja. Shinra war auf der Suche nach dem verheißenen Land, von dem die Legenden der Zetra berichten. Ein Ort, zu dem Harris der Schlüssel. So, Zeng. Ich glaube, das ist der Anführer der Turks, glaube ich. Und die anderen mutig in die Höhle des Löwen. So, das ist Red 13. Ja, ich wollte gerade sagen, da ist denn seine Stimme. Aber wo ist denn von den ganzen anderen Ereignissen? Der war ja noch gar nicht da. Doch kaum war dies geschafft, stand uns schon die nächste Herausforderung gegenüber. Der legendäre Held Sephiroth. So, und da weichen wir ein bisschen von der Originalstory ab. Länger leben und entkam mitsamt Genova dem Ursprung von allem aus dem Forschungslabor des Shinra-Gebäudes. Auch uns gelang die Flucht auf die Schnellstraße, wo wir uns eine wilde Verfolgungsjagd mit Shinras Truppen lieferten.
Lied im Hintergrund. Oh. Dann tauchte Sephiroth wieder vor uns auf. Ein ohrenbetäubendes Klagen durchdrang Mark und Bein. Die des Schicksals, die Mäuren, hüllten Midgar in Dunkelheit. Ja, die sind übrigens auch neu. Die gab es auch nicht im Originaltitel. Bis zu diesem Zeitpunkt jeden unserer Schritte gelenkt hatten. Die Szene waren wir am Zug. Hinter der Mauer konfrontierten wir Sephiroth, der das Schicksal die ganze Zeit über manipuliert hatte. Mit einem gewaltigen Schlag, getrieben von unserer Hoffnung, sprengte Cloud die Ketten. Von diesen befreit und das Schicksal damit in unserer eigenen Hand, fanden wir uns in der weiten Welt vor Midgar wieder. Alles klar. Der eigentliche Start unserer Reise in das große Unbekannte. Ja, und da sind wir. Cool, alles klar, ja. Dann sind wir jetzt wieder alle auf dem Laufenden, ne? Das Spiel beginnt mehr oder weniger hier. Auch Final Fantasy 7 hat so ungefähr ab diesem Punkt erst stattgefunden. Und ja, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Ich habe unter Einstellungen das Gameplay auf Schwierigkeitsgrad dynamisch gestellt. Es gab einmal einfach normal, es war auf normal. Ich habe es auf dynamisch hochgestellt, um zu gucken, was es damit auf sich hat. Ich nehme an, das ist ein schwieriger Modus. Wird schon klappen, mache ich schon irgendwie. Und ja, danach wurde, glaube ich, schon alles gesagt, ne? Und ich würde sagen, wir können dann beginnen, ne? Neues Spiel. Gespeicherte Daten für Bonusgegenstände prüfen. Habe ich gerade eigentlich schon gemacht. Habe ich irgendwie so, ich glaube so gespeicherte Daten für Bonusgegenstände habe ich doch, glaube ich, gemacht. Da habe ich so ein paar S-Bars bekommen. Ich weiß nicht, ob ich die benutzen werde. Für gespeicherte Daten von auf deiner Rebirth Demo. Ja, habe ich nicht. Ich habe die Demo nicht gespielt. Das habe ich ehrlich gesagt schon gemacht. Ich habe das hier einmal gemacht. Und dann habe ich zwei Dings bekommen hier. Ich habe Ramo bekommen, weil ich Elder Mission gespielt habe, also Yuffie's DLC und noch Leviathan habe ich bekommen. Als Beschwörung. Ich weiß nicht, ob ich die benutzen werde, weil das klingt mir schon ein bisschen so. Weil nicht. Ich möchte nicht mit irgendeinem Vorteil hier starten, aber kann ja gut sein, die zu haben, ne? So. Und jetzt so hauen zu das Wettkampf in die angesteuerte Richtung. Ja, bitte. Eine Frage über den Lautsprecher des Wireless-Controllers abspielen. Ja, ich werde die wahrscheinlich sowieso nicht hören, aber mach mal. So. Kann jederzeit unter Einstellung geändert werden. Also okay, wenn das Spiel halt zu schwierig ist, dann gehen wir halt auf normal, ne? Aber ich werde das so lassen. Hätte ich gar nicht in den Optionen reingehen müssen. So, aktiv und dann geht's los. Ausgezeichnet. Huh. Guck mal, was jetzt hier passiert. Hey. Was bisher geschah? Schon wieder. Ah, Mann. Beeil dich, Cloud. So. Jetzt werden trotzdem die Sprechernamen angezeigt. Ich habe doch gerade gezeigt, wie ich da abgestellt habe. Hier sieht man das volle Ausmaß der Zerstörung. Alles klar. Schutt und Asche und Teile der Straße sind eingestürzt. Aus den Trümmern steigt Rauch auf. Es ist, als würde man vor riesigen Scheiterhaufen stehen. Midgar sieht sich einer bisher beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Die Reaktorexplosion. Der Einsturz der Platte von Sektor 7. Und jetzt ein plötzlicher Wirbelsturm über der Schnellstraße, der von Sektor 0 bis Sektor 2 große Schäden hinterlassen hat. Oh Mann. Die
Bürgermeister und die Stadtverwaltung in Übereinstimmung mit Shinra erklärten, geht auch diese Zerstörung auf das Konto von Avalanche. Ja, wir haben ja das schon gemacht. Kriegsführung durch Wettermanipulation. Wartet. Könne in den Anschlag verwickelt sein. Man setze die Ermittlungen fort. Wutai. Dann können wir aus Intermission. Na klar. Ja, ich nehme an, Cloud hat einfach den Zug mit seinem riesigen Schwert einfach da hier gegen geschleudert, ne? Das Gebäude von Shinra? Nein, das müsste eigentlich noch stehen, ne? Oder auch nicht. Aber das interessiert uns nicht, wir sind nicht mehr da. Da kann ich abgeben, was will. Oh. Gleiche Intro-Musik wie im Final Fantasy 7. So, das ist das, was mich nur so ein bisschen verwirrt hier. Final Fantasy 7. Rebirth. Trademark. Das Trademark ruiniert alles. Sieht sich einer bisher beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Die Reaktorexplosion. Der Einsturz der Platte von Sektor 7. Dieser Sturm hat hier eine ganz schöne Verwüstung angerichtet. Da war doch bestimmt der Wind dran schuld. Hey, sie kennen wir. Einfach nicht ab, was? Angehörige von Shinras Garde untersuchen weiterhin die eingestürzte Schnellstraße. Ein Verdächtiger scheint geflohen. Ein Ex-Soldat. Er trägt ein Panzerschwert. Womöglich lebt er noch. Wiederhole. Potenziell flüchtiger Ex-Soldat. Mit einem Panzerschwert. Hey, da vorne! Offenbar wurden Überlebende gefunden. Mist! Film schnell was anderes! Hey! Hier! Ruf das Rettungsteam! Die Zielperson wurde geborgen! Wir bringen sie per Hochschwamm! Was ist hier los? Keine Sorge, bloß eine Markenvergiftung. Alles klar. Und jetzt den ganzen Weg dahin, ja. Na, warte. Ich habe eine Menü öffnen. Da. So. Jetzt mal sagen, ich kann immer noch nicht die Unterdeal ausstellen. Da. So. Ich gehe natürlich jetzt mal zurück. Muss ich jetzt mal gucken, kann ich die Karte aufrufen? So, okay. Ja, ich muss auch mal gucken. Ne? Alles klar. Ich bin ein bisschen verwirrt von den ganzen neuen Sachen, die hier einführen. Ich nehme an, das ist so eine Art alternatives Universum, wo wir uns hier gerade befinden. Aber werden wir ja wahrscheinlich nur herausfinden, ne? Ich hoffe, wir erklären das noch so ein bisschen so für ganz doofe. So.
Ich nehme an, Cloud ist dann auch irgendwo da oder ist der nicht da? Mit hier Tifa, Aeris und Co. Aber geht ja nicht, ne? Weil wir sind ja. Er ist ja schon hier, ne? Ja, verdammt. Aber ich sehe auch so aus. Ich glaube schon, das Gameplay genau gleich ist. Wie gesagt, ich weiß nichts. Ich habe noch nichts gameplaymäßig gesehen oder so. Trailermäßig. Ich nehme an, ich habe mal irgendwann mal einen Trailer gesehen, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern. Aber das heißt, Cloud existiert ja eigentlich auch da, ne? Anscheinend. Weil sonst hätten die ja nicht die Informationen, ne? Alles klar. Hey, Leute, wie geht's dir stets? Kann ich mal kurz den Hubschrauber da inspizieren? Was? Nein, das ist nur Zufall. Okay, 3. Ich habe keine AP anscheinend. Ah, ich scheine aber keine AP oder so zu haben. Das ist, bin ich noch unbesiegbar, ne? Finger weg, Finger weg, Finger weg. Ich verstehe den Typen gar nicht, ey. Wenn die Untertitel nicht wären. Ich verstehe sowieso kein Wort von dir. Na, wahrscheinlich nur. Da war wahrscheinlich nur ein unschuldiger Reporter drin. So, die Steuerung ist noch ziemlich gleich. Aber ich komme ja noch frisch aus dem DLC von Yuffie, dass ich erst 2-3 Jahre später gespielt habe, ne? Deswegen habe ich Steuerung noch voll im Blut. Der bleibt jetzt einfach da sterben oder was? Ich verstehe das nicht. Was ist hier los? Thema von Aeris im Hintergrund. Okay. Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Lass mal hören. Dieser Sephiroth, was genau hast du mit dem eigentlich am Hut? Tifa, ist das okay für dich? Ja, ich denke schon. Erzähl ruhig alles. Es begann vor 5 Jahren. Ich war damals 16. Oh, starten wir mit damit. Lines der Fallen des Helden. Hier starten wir. Oh.
Das ist krass. Das gießt wie aus Kübeln. Wir starten mit Clouds Hintergrundgeschichte. Ist alles klar? Geht schon. Sieht aber nicht so aus. Also mir wird ja beim Fahren glücklicherweise nie schlecht. Bist du bereit? Klar doch, klar doch. Oh, wie gut gelaunt Cloud ist. Wo ist er? Wo ist er da? Komm. Cloud, ruhig Blut. Ist gar nicht. Da ist er. So leicht. Kinder. Hey, wofür schickt man uns eigentlich diesmal raus? Hoffentlich nicht wieder so ein Turks-Quatsch. Das wäre echt hart. Ach ja. Wofür bin ich denn jetzt Rang 1? Unverschämtheit, dass die den Krieg einfach so beendet haben. Ich konnte noch gar nicht zeigen, was ich drauf habe. Dabei will ich doch ein Held werden, so wie du. Wir werden einen alten Makro-Reaktor untersuchen. Also leider eher so ein Tagsquatsch. Ach, was soll's. Besser als Däumchen drehen. Wo geht's hin? Nach Nibelheim. Das ist ja meine Heimat. Ungeheuer versperren den Weg! Los geht's. Schaut euch das mal an. Cloud, übernimm den da. Alles klar, das mache ich auch jetzt. Ob 16-jähriger Cloud schon sein Schwert heben kann. Spiele ich als Sephiroth. Oh Gott. Oh, jetzt haben wir nicht mit einem Schlag weg. Ich kann mich gar nicht bewegen. Jetzt kann ich mich bewegen. Okay, wenn ich R1 drücke, dann bleibt er stehen. Ah, komm her. Ja, genau so habe ich den Kampf gemacht. Ich hätte die ganze Zeit mit so einem Schwert Angst, dass das irgendwie brechen würde nach jedem Schlag. Sephiroth war eine Klasse für sich. Oh, diesen Kampf gab es auch im Original. Da hat man gegen so einen Drachen gekämpft. Mit Sephiroth in der Party. Ihr wolltet nach Nibelheim? Sephiroth hat keinen Schaden genommen. Cloud ist sofort gestorben. In dem Kampf. Ich weiß noch, es war im September. Mit dem Reaktor stimmte was nicht. Alle waren ziemlich besorgt. Und überall diese Ungeheuer. Sogar direkt um das Dorf herum. Damit fing es an. Die Nibelheimer waren damit überfordert. Also haben sie sich an Shinra gewandt. Und der Trupp, den man schickte, waren wir. Also wir sind jetzt schon, wie heißt diese eine Stadt? Calm. Wir sind jetzt schon in der Stadt drin, ne? In dieser Stadt tut Cloud seine Hintergrundgeschichte so erzählen, was so seine Beziehung zu Sephiroth ist. Und wie fühlt es sich an?
all den Jahren wieder zu Hause. Als jemand ohne Heimat ist und als Fremd. Und deine Eltern? So, da muss ich auch mal kurz einen Schnitt machen. So, und weiter geht's. Konnte ich wenigstens einmal kurz checken, ob der Sound alles gut ist. Für mich sah gut aus. Also, weiter geht's. Meine Mutter hieß Genova. Sie starb kurz nach meiner Geburt. Mein Vater... Moment mal. Genova? Wie das Ding im Shinra-Gebäude? Ja. Dazu komme ich noch. Wie im Original. Hat er ihn auch unterbrochen. Wozu erzähle ich das? Kommt, weiter. Herzlich willkommen. Ich bin der Bürgermeister. Ah, der Sheriff. Howdy. Eine große Ehre, dass man gleich den Helden Sephiroth geschickt hat. Nun dann, wenn ich bitten dürfte. Bis zum Abend. Bist du freigestellt? Mhm. Alles klar. Ha, schön. Hauptmenü, dort kannst du den Status, Möglichkeit. Okay. Gelände kannst du schreiben, wenn wir die Rollen oder Springen auswählen. Ich will die Schenk für den aktuellen Terran ab. Okay. Jetzt kann ich das Menü öffnen. Oh, anderes Menü. Stufe 40. Pause, da kannst du mit vier dem Fotos-Modus wechseln. Das wird dann eingefroren. Du musst die Möglichkeit in Kammerwinkel nach Lust und Laune. Stufe 40, was? Man muss daran denken, dass ihr jetzt Cloud von vor 5 Jahren. Also, was? So, oh. Sieht auf jeden Fall anders aus hier. Panzerschwert, Biker-Reif. Ich nehme an, wir können hier nichts ändern, ne? Wir können momentan nicht geändert werden, ja. Wir haben Frost, Heilen und Glut. Wir haben einen Biker-Reif, kann alles nicht geändert werden, ne? Weil wir in der Vergangenheit sind, ne? Im Original hatte man Sephiroth auch noch hier in der Party und man konnte den seine Materie und sowas alles anschauen und in der Luft. Und jedes Mal, wenn man irgendwie versucht hat, mit seiner Materie zu interagieren, da wurde dahin verboten, so. Da hat man einfach nur Sephiroth Punkt um Punkt gesehen. Okay, ist das, weil ich auf Dynamisch spiele? Ne, kann ja nicht sein. Weiß, wenn ich den Schwierigkeit jetzt umstellen würde, dann möchte ich aber auf Level 1 oder so, keine Ahnung. So. Ich will auch nach Midgard und der Garde beitreten. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie was sammeln können oder so, weil wir halt hier in der Vergangenheit sind, ne? So, ich weiß, das ist natürlich jetzt voll sinnlos zu sagen, ne? Aber alle Sachen, die jetzt hier in der Rückblende passieren, sind verdammt wichtig. Hast du vielleicht jemanden, der hier auf dich wartet? Eine hübsche Dame zum Beispiel? Wie gesagt, ich weiß, das bringt irgendwie nichts, hier jetzt schon zu erwähnen. Weil wahrscheinlich der nächste Titel erst wieder in 2-3 Jahren rauskommen wird und dann der vierte Teil auch in 3-4 Jahren, ne? Deswegen das jetzt zu erwähnen, wird irgendwie nichts bringen, eigentlich so das Gefühl, ne? Weil bis dahin werden wir die Leute vergessen haben, aber... Alles, was hier passiert in der Rückblende, ist verdammt wichtig für die späteren Teile. Deswegen merken. Aber wie gesagt, bis die dann wieder rauskommen, ist schon wieder hier ein paar Jahre vergangen und da wird wahrscheinlich dann nicht mehr was, ne? So, okay. Kann ich springen oder so? Gott. Rollen mit so einem Schwert. So. Karte ist interessant. Kann ich die Karte? Nee, kann ich nicht aufrufen anscheinend. So, das hier ist Nebelheim. Oh, das ist echt eine Truhe. Das hier ist Nebelheim, Clouds Heimat. Megatrank. Okay, hier gibt es anscheinend Truhen. Was ich machen wollte. Ich weiß nicht, dass das Kontrollpunkt. Okay. Die jetzt hier im Bonusgegenstand hier müssen die eigentlich alle. Oder Busker sind erst nach dem Abschnitt von vor 5 Jahren in Kapitel 1, alles klar. Ich habe das doch hier abgestellt. Wo war das Gameplay? Ich habe das umgestellt. Nur Untertitel anzeigen. Bestätigen, zurück. Ja, ich habe das aber schon
bevor ich das Spiel gestartet habe, eingestellt. Weiß nicht, warum der sich da nicht dran erinnert hat. Guten Tag, Herr Soldat. Guten Tag. Guten Tag. Ja, schön. Ich finde gut, dass wir hier anfangen. Würde ja auch irgendwie eigentlich Sinn machen, ne? Aber direkt hier mit der Hintergrundgeschichte beginnen, ne? Aber davor ist ja auch nicht wirklich irgendwie noch was passiert, ne? Man geht einfach, man befindet sich halt auf der Weltkarte, ne? Und dann geht man ja zur ersten Stadt. Ich glaube, die hieß Kolm, aber ich kann mich auch irren. Und dann betritt man hier diese Taverne und Cloud sagt dann so, okay, setzt euch mal alle hin, ich erzähle euch eine Geschichte. Now, this is the story all about... Ich erzähle euch mal eine Geschichte über wie Sephiroth hier voll böse geworden ist und so, ne? Also ja, es ist halt nicht viel davor noch passiert, ne? So, es gab einige Häuser, die man betreten konnte im Original. Ah, hier ist das wahrscheinlich, ne? Weil hier ist der Brunnen in der Mitte. Ja, für die, die zum ersten Mal irgendwie ein Projekt von mir schauen, ich gehe alles sehr langsam an, gucke mich sehr schön um, ne? Oh. Was? Hab ich doch schon installiert. Das ist der Geschmack der Heimat. Oh. Also ja, ich schaue mich immer sehr gründlich um. Ich versuche so viel wie möglich mal zu finden, zu tun, zu machen, ne? Na, ist klar. Kein Problem. Sephiroth ist sehr fotogen. Ja, das bin ich. Ja. Soldat erster Klasse. Das bin ich. Cloud Strife. Und niemand anders. So, da muss ich rein. Ne? Ja, ich muss ins Gasthaus und mich ausruhen, genau. Aber man konnte im Original noch andere Sachen machen noch. Um so ein bisschen von der Story abzuweichen. Jetzt mit hier. Hallöchen, na? Gibt's ja was zum Raum, zum Plündern? Einer der freundlichen Helfer von Shinra. Schön, dass Sie da sind. Shinra? Shinra? Ach, jetzt sehe ich's erst. Du bist ja Cloud. Ist mir im ersten Moment gar nicht aufgefallen. Ach da, das Kind. Wollte schon sagen. Na, Sephiroth, genau. Ich meine, irgendwo ist auch hier, irgendwo ist meine Mutter auch hier, ne? Die man besuchen kann, wenn ich mich nicht irre. Deswegen suche ich ja die ganze Zeit die Häuser ab. So, jetzt ist da. Warte mal, sind zwei verschiedene. Hier sind überall so Marker. Weiß ich nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Mein Zuhause. Das hat nichts mit dem Vorfall zu tun. Na und? Mich interessiert's trotzdem. Mich auch. Ja, erzähl ruhig ein bisschen. Wenn es sein muss. Aber bitte sag mir, wir können hier das machen, was ich denke, was man machen könnte. Ah ne, er ist nicht hier aus. Nicht hier. Mein Vater ist gestorben, als ich noch ein Kind war. Außer meiner Mutter. Ja, genau. Also niemand zu Hause. Ich hatte sie seit etwa 2 Jahren nicht gesehen. Und es sollte das letzte Mal sein, dass ich es tat. Er ist mit 14 nach Shinra gegangen? Nicht wahr? Cloud, du hier? Hallo Mama. Ach, wie schön. Komm schon rein. Lass dich mal anschauen, junger Mann. Steht dir wirklich ausgezeichnet? Ihr habt ja schicke Uniformen bei Soldat. Ich bin ja so stolz auf dich, Cloud. Und was ist mit der Liebe? Verdrehst du den Mädchen den Kopf? Nicht wirklich. Das Großstadtleben ist nicht ganz ungefährlich. Wenn du eine feste Freundin hättest, dann müsste ich mir weniger Sorgen machen. Weißt du? Ich komme auch alleine klar. Ich glaube ja,
Zu dir würde jemand passen, der etwas älter ist als du. Und dich ein wenig aus der Reserve locken kann. Aris. Ist, glaube ich, ein oder zwei Jahre älter. Du bist auch vernünftig. Sag mal, Cloud. Aber weißt du, Cloud? Findest du nicht, Cloud? Keine Angst. Ich werde immer, immer... Das reicht jetzt aber. Okay. Akbar, jetzt auf der Karte zu stehen und deinen Fortschritt in der Story zu überprüfen. Jetzt gibt ja nichts mehr zu bereden. Alles klar. Ich nehme an, ob Story. Schau dich in Nebelein um. Alles klar. Whoop. Hier ist der Turm. Ich suche. Wo ist Tifas Haus? Man kann hier irgendwie auch Tifas Haus betreten, wenn ich mich irre. Das hier war, glaube ich, ich erinnere mich sogar noch so an die Karte, ne? Auf der linken Seite, also Final Fantasy 7 hat halt so eine feste Karte halt, ne? Du konntest halt nicht so bewegen. Und oben war hier die Taverne. Und rechts war genau hier. Und Tifas Haus müsste eigentlich das hier sein. Aber da kann man nicht rein anscheinend. Boah. Ah, schade. So, warum wollen wir jetzt alle, dass ich auf einmal weggehe? Ach, du meint der. Ich dachte, er meint mich. Ja, Shinra, Leute, geht nach Hause. So, aber anscheinend kann ich hier nirgendwo rein auch. So. Dann gehen wir mal zum Turm hier. Der alte Wasserturm. Ja, Wasserturm, nicht Brunnen. Wie war es auf dem Wasserturm? Ganz so wie immer. In den 2 Jahren in Midgar hatte sich rein gar nichts geändert. Wirklich? Ja, da ist Tifas Haus, ne? Wollte ich schon sagen. Wie hätte er da gesessen mit seinem Schwert? So. Kann man jetzt da rein? Sag mal, jetzt kann man da rein. Das könnte etwas lustig werden. Du warst auch bei mir zu Hause? Ja. Ich dachte, du wärst vielleicht da. Sehe ich das richtig? Ihr wart also Nachbarn? Ja, aber so viel Kontakt hatten wir gar nicht. Aus verschiedensten Gründen. Und der Größte warst sicher du, was? Nö. Das war für unsere Katze. Wie hieß die noch gleich? Mozzi? Ich bin voll aufgetreten. Und war eigentlich immer unterwegs. So auch an jenem Tag. Dann gehen wir mal nach oben. Wie bitte? Du bist auch in mein Zimmer gegangen? Ist anscheinend nicht ihr Zimmer. Eta, ah, verdammt. Warte, dann ist das nicht ihr Zimmer, ne? Dann muss das ihr Zimmer sein. Wie bitte? Du warst in meinem Zimmer? So, und irgendwie konnte man dann hier irgendwie was spielen. Im Piano, aber das weiß ich nicht ausfindig. Auf zu spielen, würde ich allein an Liedern zu versuchen, für die du Notenblätter gesammelt hast. Hast du auf dem Klavier gespielt?
Ja. Es gab irgendwie ein Lied, das man spielen kann, aber ich weiß nicht mehr was. Das habe ich irgendwie nie gemacht damals im Original. Oh Gott, Moll. Ihr möget jetzt klatschen. Alles klar. Ich glaube, das hat aber auch noch keinen Einfluss hier. Aber irgendwann später hat er, glaube ich, so einen Einfluss. Keiner muss wohl seine Schwächen haben. Was hast du dir dabei bloß gedacht? Schuster, bleib bei deinen Leisten. So. Bevor wir weitermachen, gucken wir noch meinen Tiffas Kleiderschrank. Wohl nicht dein Ernst, oder? Hast du wirklich in den Schrank geguckt? Ja. Hätt's nicht tun sollen. Cloud? Du Schwein! Ah, oh, schade, er kommt nicht das wie im Original. Im Original hat man nämlich irgendwie, nachdem man den Schrank geöffnet hat, hat man irgendwie so ein Höschen gefunden. Und dann wurde man mehr oder weniger aus dem Haus rausgeschmissen. Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. Schade. Ja, Zeiten ändern sich halt, ne? Damals war es vielleicht noch witzig, aber hier wahrscheinlich nicht mehr, ne? Und ja, nachdem man dann irgendwie, dann ist da wirklich irgendwie so eine Message, die einen sagt, so, keine Ahnung, Höschen halten. Dann ist man direkt wieder vor der Tür des Hauses, weil halt, weil ich meine, man kann halt sich aussuchen, ob man das macht oder nicht. Also man muss nicht hier reingehen und die ganzen Sachen machen, man muss einfach nur, weiß nicht. Aber man kann einfach hier so ein bisschen rumalbern, so in der Geschichte. Hallo, was machen wir mit Cloud? Okay, dann nicht. Ein wankender Körper zeugt von einem wankenden Geist. Als wäre es gestern gewesen. Alles klar, genug herumgealbert, glaube ich. Sagen, das ist doch Tiefers Meister, glaube ich, ne? Bist du Motzi oder Mopsi oder immer die Katze ist? Alles klar, cool. Dann gehen wir mal ins Gasthaus. Nehmen an, ich glaube, das war das Gasthaus. General Store, da war ich schon drin, ne? War ich da schon drin? Da war ich schon drin, ja. Dann gehen wir mal ins Gasthaus rein. Muss dann weitergehen, ne? Außer hier hinter befindet sich noch was. Nein. Ultimative Materia, ultimative Waffe. Herberge. So. Ich dachte, das ist ein Moment. Einer von Shinras Soldaten, hm? Und Sie? Na, das ist Sangan, oder? Mein Name ist Sangan. Ja. Ich reise umher quer durch die Lande, um den Kindern meine Kampfkunst zu lehren. Definiert, aber viel zu mickrig. Iss mal mehr. Lassen Sie das. Wäre doch auch mein Schüler. Hm? Kein Bedarf. Hab ziemlich viele in deinem Alter. Genau genommen. Exakt.
28. Hier in Nibelheim unterrichte ich ein Mädchen namens Tifa. Kennst du sie vielleicht, diese Tifa? Ja. Ist ziemlich talentiert. Wird sicher stark. Niemals. Wie bitte? Wie kann man nur so blind sein, Cloud? Ist halt lang her. Ich war noch jung und naiv. Und rebelliös, okay. Heute sind alle Sorry. Bin sehr gespannt, wie ihr euch in den Bergen schlagen werdet. Ich werde die Berge schlagen. Alles klar. Ach, du bist wieder da. Sephiroth ist auch schon zurück. Alles klar. Dafür müssen wir nach oben, ne? Dann gehen wir nach oben, genau. Ja, müssen wir auch. Ich erinnere mich an das alles noch. Damals habe ich mir nichts dabei gedacht. Aber wenn ich jetzt so daran zurückdenke, verhielt sich Sephiroth irgendwie komisch, seit wir Nibelheim erreicht hatten. Ach, Sephiroth tut sich doch immer ist draußen was? Komisch verhalten. Diese Landschaft. Hä? Sie kommt mir so bekannt vor. Sephiroth. Morgen ist ein großer Tag und es geht früh los. Also ruh dich gut aus. Klar, mach ich. Und Cloud ist ein bisschen mehr. Damit deine Haare wachsen, so wie meine. Dass er irgendwie damals nicht gedacht hat, dass er böse ist, ne? In der Nacht konnte ich kaum schlafen. War nervös, aber auch gespannt. Ehrlich gesagt, ich auch. Wieso das? Tifa hat uns ganz schön überrascht. Etwa den Unfall schon vergessen? Wir warten noch auf jemanden. Jawohl. Hey, hey! Sephiroth, bitte. Ich sollte die Führung übernehmen. Sie ist noch nicht... Papa! Tifa, überleg's dir. Noch ist ein Cowboy-Design. Soll in Begleitung von zwei Soldaten schon passieren? Tifa! Guten Morgen! Ich freue mich wirklich sehr. Tifa? Führst du uns etwa? So sieht's aus. Obwohl ich das noch nie so ganz verstanden habe, warum sie ein Cowboy-Design hatte. Viel zu gefährlich. Was soll schon passieren, wenn du sie beschützt? Los jetzt. Und ich beschütze dich. Also alles kommt. Alles läuft perfekt. Sephiroth, ein Foto bitte. Wir brechen auf. Tifa. Ach bitte, nur ein Foto. Ist doch schnell geschehen. Tu mir schon den Gefallen. Ich will auch diese Fotos haben. Das klingt ja regelrecht spaßig. Eins noch. Das war es. Nein. Oh, sorry. Zu Beginn. Ja. Im Original ist einfach kurz dahin gelaufen, ist dann direkt wieder weggegangen, bis sie ein Foto gemacht haben. Aber diese ganzen Anspielungen ans Original, diese ganzen Kleinigkeiten. So macht man ein Remake. Es gibt zwei Arten im Spiel zu sprinten. Halte entweder R2 gedrückt oder kurz nach einmaligen L3. Okay. Alles klar. Hier kannst du nicht nur im Kampf angreifen, sondern auch Gegenstände. Ja, das weiß ich auch noch. Wenn die Frage ist. Ja, Sephiroth ist immer noch nicht im Team. Nein. So, ich nehme an, wir können nicht zurück, ne? So, und da sind unsere
namenlosen, unwichtigen Shinra-Soldaten, die uns begleiten. So, ich will ja noch gucken. Alles klar, gut. Dann gehen wir in die Nebelregion. Habe ich eine Karte? Das habe ich nämlich in Intermission nehme ich hier. Ich habe die Maus aus Versehen abgestellt. Aber irgendwie kann man die auch so rufen. Oh, guck mal, hier ist ja. Sie spielen mehr Open World. Oh, guck mal hier. So. Ich soll. Kann man reden? Guck mal, wie winzig sie ist. So, kann man hier eine Karte aufrufen? Oh. Ich glaube nicht. Ah, Tetsuya Nomura. Erfinder von Final Fantasy. Jetzt kommen die Crates alle, sehr cool. Oh Gott, ich werde hier so viel erkunden. Wenn man sich überall hin bewegen kann. Tun sich so die Charaktere dann auch hinter einen her bewegen? Ja, ne? Sehr cool. Ah. Das Spiel hat eine Menge perfekte Wertungen bekommen, deswegen frage ich mich, ob es das Spiel auch gerecht wird. Ich hoffe ja. Das letzte Mal, als ich ein Spiel gesehen habe, hat irgendwie voll viele perfekte Wertungen bekommen hat, war es Elden Ring. Und das ist dann eins der Spiele der Jahre geworden. Spiel des Jahres, ne? Well. Sephiroth gerade da. Ganz ruhig, Sephiroth, ganz ruhig. So beginnt Sephiroth's Villain Arc, dem er den Hütten hier aufs Dach steigt. Das Nebelgebirge ist ein bisschen berühmt geworden, weil man hier den ersten Makoreaktor überhaupt gebaut hat. Ich habe schon viele Reaktoren inspiziert, aber dieser hier ist zweifellos am schönsten gelegen. Die Landschaft ist beeindruckend. Glaub mir, man gewöhnt sich dran. Ihr bei Soldat habt's echt gut. Seid immer auf Reisen. Reisen, hm? Klingt romantischer, als es in Wirklichkeit ist. Viel zu sehen kriegen wir trotzdem. Beneidenswert. Sephiroth hat im Krieg mitgekämpft. Er hat viele Orte gesehen. Da kann ich nicht die Karte irgendwie so aufrufen. Ah, ich kann nur laufen. Hier, Mann, die wollen, dass ich irgendwie darum laufe. Aber ich will ja noch erkunden. Weiß doch nicht, was hier alles noch ist. Ne, nein, finde ich irgendwie was unglaublich Wichtiges. Ne, eine ultimative Waffe, die ich irgendwie in die Zukunft mitnehmen kann. Aber das Spiel lässt mich hier nicht. Wir sind sowieso am Ende hier des Parts gleich. Aber hier scheint es echt nicht zu geben. Aber hier scheint es irgendwie runter zu gehen. Das Spiel mehr so Open World ausgelegt. Das wäre nämlich cool. Der erste Teil war ja noch etwas linear eigentlich. Hier ist zum Beispiel nichts. Ja, ich nehme an, wir können halt nicht irgendwo anders hin, ne? Was ist da denn noch? Das ist so ein riesiges Gebäude. Kann ich keine Karte aufrufen? Ich drücke die ganze Zeit L2, damit hat man die Karte nämlich aufgerufen im ersten Teil, also Intermission jedenfalls. Deswegen habe ich gedacht, ich könnte jetzt hier auch eine Karte aufrufen, aber anscheinend nicht. So, da ist das. Oh, ist das? Das ist bestimmt das Shinra-Gebäude, ne? Spoiler. Da kommen wir irgendwann später hin, ne? Na gut, dann nehme ich mal an, wir müssen ja dem Weg folgen und zum Gebirge gehen, ne? Alles klar, machen wir das. So ein bisschen Neues müssen wir da gehen, oder auch nicht. Und ja, im Original gab es hier Zugfallskämpfe. Und da hat man Cloud und Sephiroth im Team gehabt. Cloud war irgendwie Level 1, hat irgendwie, weiß ich nicht. Am Anfang von Final Fantasy 7 war Cloud nämlich so, ich glaube, Level 7 oder 8. Als man das Spiel beginnt und in der Vorgeschichte, die er hier gerade erzählt, war irgendwie Level 1, glaube ich. Da hatte er irgendwie voll wenig HP, ist mit einem Schlag immer verreckt und Sephiroth hat halt
War halt voll überpowered, hat alles irgendwie weggepustet mit einem Schlag. Irgendwie Feuer irgendwie auf alle Gegner eingesetzt hat oder irgendwie sowas. So. So, ich nehme an, das Spiel will einfach nicht, dass ich mich hier erstmal umschaue, ne? Weil halt. Weil ich immer zum Gehen gezwungen werde, ne? Aber ich muss mich ja trotzdem umschauen, ne? Na, verpasse ich genau das eine Ding, bei dem mir jeder gesagt hätte, ey, du hast da dieses eine super, super wichtige, ultimative, seltene Ding verpasst. Jetzt kannst du halt nie wieder kriegen. Nein. Und dann sehe ich blöd aus, ne? Aber bis jetzt scheint es hier nicht so der Fall zu sein. So, stand da schon gerade Nobuo Uematsu, der Komponist von Final Fantasy. Der tut ja nicht mehr komponieren für Final Fantasy, ne? Schon seit vielen Jahren nicht mehr. Aber der hat für Final Fantasy 7 halt die Musik gemacht, ne? Und die Lieder ja sind halt alle hier Anlehnungen an denen seine Stücke. Deswegen können die halt, müssen die ihn halt auch irgendwie ja so Credits geben, nehme ich mal an, ne? Und die ganzen Remixe von den ganzen Liedern, die alles auf seine Musikwerke und so basieren, ne? Na gut, ich würde aber sagen, bevor hier noch irgendwas passiert, ne, und wir in eine Cutscene reingehen, die irgendwie voll lang ist. Was ist dieser Raum, in dem wir ja gerade sind? Dieses. Kann ich hier Fotos machen? Ne, ich dachte, ich da kann im Menü hier. So. Was ist hier für so ein Raum, in dem wir ja gerade sind? Ich frage mich, wie das hier aussieht, nachdem wir irgendwie ja mehrere Charaktere haben. Na gut, aber ich würde sagen, das war's dann für diese Folge, ne? In der nächsten Folge machen wir weiter. Ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt. Mir macht es auf jeden Fall schon Bock. Und ich freue mich, wie es hier weitergeht. Und ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Es würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Boah, da habe ich in der letzten Sekunde noch aufgestoßen. So, Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.